Am 14. Januar erreichte das Parlament die Nachricht vom Tode seines Präsidenten Ferdl Schröder. Obwohl wir von seiner schweren Krankheit wussten, hat uns sein Tod getroffen. Ich bitte Sie nun um eine Minute des Schweigens und des Gedenkens. Dankeschön. Danke. Liebe Silvia, lieber Ralf, liebe Brüder, liebe Familie, sehr geehrte Mitglieder der Regierung, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, werte Anwesende. Am vergangenen Donnerstag haben wir bei der bewegenden Trauerfeier für unseren Parlamentspräsidenten viel von dem erfahren können, was Ferdl Schröder ausgemacht hat. Als Mensch, als Politiker, als Freund und besonders als Familienvater. Auch heute wollen wir seiner gedenken. Im Namen aller Parlamentarier und der Beschäftigten der Parlamentsverwaltung möchte ich Ihnen, werte Familie, unser Beileid aussprechen. Ferdl Schröder war seit 1999 Abgeordneter im Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft. Gleich bei Amtsantritt wurde er von seiner Fraktion zum Fraktionsvorsitzenden bestimmt. Gleichzeitig bekleidete er das Amt des zweiten Vizepräsidenten. Er leitete den Ausschuss für Unterricht und Ausbildung, später dann den Ausschuss für allgemeine Politik, Außenbeziehungen und Finanzen. Und das immer mit Engagement, mit Offenheit und Dialogbereitschaft. Am 1. Februar 2010 wurde Ferdl Schröder von diesem Haus zum Präsidenten gewählt. Das Amt, das ihm so sehr am Herzen lag, hat er nur 3 Jahre ausüben können. Und dabei hatte er noch so vieles vor. Den Umzug in ein neues Parlamentsgebäude, die Stärkung der Außenbeziehungen, eine didaktische Ausstellung zum Thema Demokratie. Ferdl war ein großer Demokrat. In Kammer, Senat und im flämischen Parlament wurden am Donnerstag Gedenkminuten eingehalten. Aus nah und fern erreichten das Parlament Beileidsbekundungen. Aus allen Landesteilen Belgiens, aus dem Parlament des Großherzogtums Luxemburg, dem Südtiroler Landtag, dem Deutschen Bundestag, den Landtagen von Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland, um nur einige zu nennen. Aus allen Bekundungen geht hervor, dass Ferdl Schröder ein Mann des Dialogs war. Bei seinen Amtskollegen anerkannt und hochgeschätzt. Ferdl Schröder arbeitete für ein starkes und selbstbewusstes Parlament. Als Präsident hat er viele Projekte in die Wege geleitet. Wir wollen sie in seinem Sinne weiterführen. Zu seinem Gedenken bitte ich nun den Fraktionsvorsitzenden der Partei für Freiheit und Fortschritt, Herr Emil Dannemark, einige Worte an Sie zu richten. Liebe Familie, liebe Anwesende, bitte lieber Ihr. Liebe Silvia, lieber Ralf, werte Familie Schröder, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Herren Minister, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Ferdl Schröder war eine Person des Dialogs und des Konsens. Das haben nicht nur wir in diesem Hause feststellen dürfen. Diese Eigenschaft an Ferdl haben auch viele andere seiner Weggefährten an ihm geschätzt.
Die Feststellung dieser besonderen Eigenschaft zieht sich auch wie ein roter Faden durch die vielen schriftlichen und mündlichen Nachrufe auf Ferdl. Diese Eigenschaft hat zuletzt auch maßgeblich seine Amtsführung als Präsident unseres Parlaments geprägt. Ferdl bemühte sich darum, die Meinungen und Positionen aller Fraktionen auf einen möglichst gemeinsamen Nenner zu bringen. Dies war und dies ist keine leichte Aufgabe. Dennoch hat er alles daran gesetzt, in wichtigen Punkten Einvernehmen zu erreichen. Ich erinnere beispielsweise an die Grundsatzerklärung zu den Außenbeziehungen oder an die Resolution in Sachen Staatsreform. Es ging ihm bei der Suche nach Einvernehmen nicht darum, sich selbst mit einer solchen Leistung zu schmücken, sondern darum, das Parlament als Ganzes und die deutschsprachige Gemeinschaft nach innen und nach außen zu stärken, mit Blick auf die Interessen unserer Gemeinschaft und ihrer Bürgerinnen und Bürger. In diesem Sinne war Ferdl auch ein Kämpfer für den Parlamentarismus in unserer Gemeinschaft. Es ist ja so, dass Abgeordnete aller Parlamente und nicht nur dieses Hauses meistens im Schatten der Regierung arbeiten und agieren. Ferdl Schröder hatte erkannt, dass es eine Aufwertung der parlamentarischen Arbeit geben muss. Daher hat er die Arbeitsgruppe zur Reform der parlamentarischen Arbeit ins Leben gerufen. Mit dem Ziel, unsere Arbeitsweise zu verbessern und unsere Arbeit als Abgeordnete den Bürger näher zu bringen. Auch muss als Beispiel die Regierung künftig entsprechend des Konzepts der Außenbeziehungen den Parlamentariern jährlich einen detaillierten Bericht über ihre eigenen Außenbeziehungen vorlegen. Auch dies ist ein Verdienst Ferdls zur Aufwertung der parlamentarischen Kontrollfunktion. Ferdl Schröder scheute keine Arbeit, im Gegenteil. Er schien in seiner Arbeit regelrecht aufzugehen. Es machte Spaß, ihn nicht nur dabei zu beobachten, sondern vor allem sich von seiner Begeisterungsfähigkeit anstecken zu lassen und tatkräftig mit anzupacken. Neben all den Aufgaben eines Parlamentspräsidenten bewältigte und begleitete er mit Bravour die Vorbereitungen und die durchzuführenden Arbeiten für den Standortwechsel des Parlaments. Dieses Projekt ist eine Mammutaufgabe, denn mit einem ganzen Parlament zieht man nicht so ohne weiteres um. Mit seinem Fleiß und seinem großen Pflichtbewusstsein hatte Ferdl aber auch diese Aufgabe fest im Griff. Pflichtbewusstsein ist eine große Eigenschaft Ferdls gewesen. Dies zeigte sich in seinem Amt als Parlamentspräsident bis zuletzt. Als meine Fraktionskollegen und ich Ferdl im Dezember im Krankenhaus besuchten, scheute er nicht davor zurück, noch im Krankenbett zwei von uns mitgebrachte Unterschriftenmappen abzuarbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man lobt im Tode manchen Mann, der Lob im Leben nie gewann. So ist es oft. Erst wenn jemand gehen muss, bringen wir unsere Sympathie für die Person und Wertschätzung für deren geleistete Arbeit zum Ausdruck. Das ist sehr schade. Wenn jemand nicht mehr da ist, weil er gestorben ist, ist dies aber dennoch ein Moment für seine Familie, seine Freunde und Weggefährten innezuhalten. Es ist der Moment, darüber nachzudenken, was man an der Person verloren hat. Und auch ist es ein Moment, über sich selbst und sein Leben nachzudenken.
Das politische Geschäft ist heute mehr denn je ein schnelllebiges, hektisches und manchmal auch sehr hartes. Wir täten alle gut daran, öfter mal innezuhalten oder einfach mal der Kollegin oder dem Kollegen auf die Schulter zu klopfen und somit seine Wertschätzung für sie oder ihn zu äußern. Auch ein Wort der Anerkennung tut jedem Menschen gut. Bei all den politischen Meinungsverschiedenheiten, bei all der öffentlichen Kritik und bei all dem gegenseitigen Bekämpfen sollten wir eines nämlich nicht vergessen. Jeder Politiker ist auch ein Mensch. Jeder Mensch hat Qualitäten mit all seinen Fehlern und Schwächen. Ich glaube, wir täten gut daran, die Dinge manchmal etwas ruhiger und gelassener anzugehen. Wir sollten die Kritik an der politischen Arbeit einer Person nicht mit einer Kritik am Wesen einer Person vermischen. Das eine ist das Amt, die Funktion, die der Mensch als Politiker ausübt. Und das andere ist die Person, der Mensch, der dahinter steckt. Es ist immer ein Mensch, der eine politische Funktion ausübt. Es ist immer ein Mensch, der im Mittelpunkt stehen sollte. Im Sinne der gegenseitigen Wertschätzung möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, auch einige Worte des Dankes zu äußern. Während Ferdels Krankheit musste er viele Tage und Stunden im Krankenhaus verbringen. Auch fand er durch seine Krankheit nicht immer die Kraft und nötige Energie, die er sich selbst zur korrekten Ausführung seines Amtes als Parlamentspräsident auferlegt hatte. Somit war er in den letzten Wochen und Monaten nicht immer so präsent, wie man es von ihm gewohnt war. Dies war auch für unser Parlament eine schwierige Phase. Daher möchte ich der Parlamentsverwaltung und hier besonders unserem Generalsekretär Stefan Thomas für die viele gute und wichtige Arbeit meinen besonderen Dank aussprechen. Auch gilt mein Dank jener Person, die Ferdel in den letzten Monaten in seinem Amt vertreten hat. Sehr geehrte Frau Kreuz, liebe Patricia, ich denke, ich darf sicher im Namen des ganzen Hauses sprechen. Ich möchte aber auch ausdrücklich im Namen der PFF-Fraktion dir meinen und unseren Dank aussprechen. Du hast nicht nur die Amtsgeschäfte übernommen, wo Ferdel nicht konnte, sondern du hast durch Loyalität, politischen Anstand und Menschlichkeit bewiesen, indem du dich bei Abstimmungen enthielst und auf Ferdel eine würdige Ansprache im Namen unseres Hauses gehalten hast. Liebe Patricia, vielen Dank. Ebenso möchte ich den zweiten Vizepräsidenten des PDG, Charles Servati, nicht unerwähnt lassen. Auch dir gilt unseren Dank für das Leiten der Sitzungen von Ausschuss 1, dem Ferdel viele Jahre vorsaß. Zu guter Letzt richte ich aber auch ein Wort an dieser Stelle des Dankes an Herrn Alexander Sterk, den persönlichen Referenten unseres geschätzten Präsidenten, den Ferdel ganz besonders in seiner Krankheitsphase eine wichtige und starke Stütze war. Ferdel wird in unseren Gedanken immer weiterleben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Nun spricht für die Regierung Herr Ministerpräsident Karl-Heinz Lamberts, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Familienangehörige unseres verstorbenen Präsidenten Ferdel Schröder, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Zum zweiten Male in der nun fast 40-jährigen Geschichte unseres Parlamentes findet heute ein Trauerakt zur Würdigung eines Präsidenten dieses Hauses statt, der uns während seiner Amtszeit auf dem Höhepunkt seines politischen Wirkens verlassen hat. Wie 1985 Manfred Betsch war es auch Ferdl Schröder nicht vergönnt, all das zu vollenden und zu einem guten Ende zu bringen, was er sich für seine Amtszeit vorgenommen und in seiner Antrittsrede vom 1. Februar 2010 angekündigt hatte. Damals sagte er, das Mandat als Präsident dieses Parlamentes betrachte ich als die größte Herausforderung in meinem politischen Werdegang. Dieser Herausforderung hat sich Ferdl Schröder erfolgreich auf seine ganz persönliche Art mit Gelassenheit und Leidenschaft, wie es zutreffend anlässlich des Begräbnisses formuliert wurde, und bis zuletzt mit ganzer Kraft gestellt. Niemals werde ich das Gespräch vergessen, das ich am 27. Dezember vergangenen Jahres mit ihm geführt habe. Obschon er sich der Lebensgefahr, in der er sich befand, durchaus bewusst war und diese auch offen ansprach, legte er großen Wert darauf, das Gespräch immer wieder auf Fragen der politischen Zukunftsgestaltung in der deutschsprachigen Gemeinschaft zu lenken und seine Vorstellungen engagiert darzulegen, genauso wie er es in allen früheren Gesprächen getan hat, die wir diesbezüglich geführt haben. Das hat mich tief beeindruckt und bewegt mich auch noch heute. Ganz konkret haben wir über die Staatsreform und ihre umfangreichen Folgen für die DG, über den Umzug ins Sanatorium und über die Gestaltung der anstehenden Jubiläen gesprochen. Was er mir dazu gesagt hat, betrachte ich als ein Vermächtnis und als Auftrag, den wir alle gemeinsam so ausführen sollten, wie er es sich gewünscht hat. Ferdl Schröder war tief in seiner ostbelgischen Heimat verwurzelt. Wie oft mag er es wohl begleitet haben, dieses bekannte Lied seiner Löresen, Deutsch-Ostbelgien, unser Heimatland. Er, der Eupener mit Eifeler Wurzeln, der es in Eupen 1995 zum Schöffen und in St. Vith bereits 1980 im Hofstab des Karnevalsprinzen, seines guten Freundes Josef Hammerschmidt, zum Flügeladjutant Ferdl Graf Schmauber von Psychow gebracht hatte. Diese Verwurzelung war ihm ein Leben lang sehr wichtig. Sie diente ihm als unversiegbare Quelle der Lebenskraft und Inspiration. Sie verlieh ihm Bodenhaftung und sie begründete auch seinen unerschütterlichen Glauben an den Mehrwert der Gemeinschaftsautonomie. Dieser Glaube hatte aber auch noch einen anderen Grund. Sein jahrzehntelanges Wirken als Leiter des staatlichen PMS-Zentrums hatte Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts zu einem Zeitpunkt begonnen, wo es noch keine DG gab und wo alles in Brüssel entschieden wurde. Ferdl Schröder hat konkret erleben können, wie in seinem beruflichen Tätigkeitsfeld dank der Gemeinschaftsautonomie zunehmend neue Möglichkeiten zur maßgeschneiderten Gestaltung des Unterrichtswesens sowie zu bislang fehlenden Synergien mit der Jugendhilfe, der Behindertenbetreuung oder dem Gesundheitswesen in der deutschsprachigen Gemeinschaft Wirklichkeit wurden. Ferdl Schröder hat dies nicht nur erlebt, er hat aktiv mitgestaltet, Konzepte entworfen und umgesetzt.
dass die erste Anlaufstelle der Frühhilfe seinerzeit in den Räumen des Eupener PMS-Zentrums eingerichtet wurde, mag aus heutiger Sicht banal erscheinen. Damals war es keineswegs selbstverständlich, sondern ein starkes Signal. Und es ist keineswegs ein Zufall, dass Ferdl Schröder sich intensiv um die Zusammenarbeit zwischen den hiesigen PMS-Zentren gekümmert, wichtige Weichen in der Berufsberatung gestellt und sich aus voller Überzeugung für die Schaffung eines integrierten Dienstes zur Kinder- und Jugendbetreuung eingesetzt hat, so wie es im regionalen Entwicklungskonzept vorgesehen ist und zurzeit vorbereitet wird. Genauso wie er vom Mehrwert der Gemeinschaftsautonomie überzeugt war, hat Ferdl Schröder klar erkannt, dass diese weiter ausgebaut werden und mittelfristig zur Schaffung eines gleichberechtigten Gliedstaates führen muss, der mit angemessenen Finanzmitteln oder Finanzierungsmöglichkeiten all jene Zuständigkeiten wahrnimmt, die im belgischen Bundesstaatsmodell der gliedstaatlichen Ebene zugeordnet sind. Diese mittlerweile schon traditionelle Formulierung verdankt seiner persönlichen Feder eine ganze Menge von Absätzen und Worten. Ferdl Schröder hat nicht nur wesentlich zum Zustandekommen der diesbezüglichen Parlamentsresolution vom 27. Juni 2011 beigetragen, er hat sie auch resolut und überzeugend überall dort vorgetragen und verteidigt, wo dies ihm Kraft seines Amtes möglich war. Ein ganz besonderes Anliegen war ihm die Positionierung des Parlamentes in Sachen Außenbeziehungen. Mit großem persönlichen Einsatz und mit einer nahezu unendlichen Geduld hat er sich dafür eingesetzt, dass sich das Parlament klare Leitlinien für die Gestaltung seiner Außenbeziehungen gibt und dabei eng mit der Regierung zusammenarbeitet. Im IPR, dem Interparlamentarischen Rat der Großregion Saarlouis-Lux, ebenso wie in der CALRE, der Europäischen Vereinigung der Parlamentspräsidenten der Regionen mit Gesetzgebungshoheit, war er ein angesehenes und geschätztes Mitglied. Dies ist mir heute noch in Brüssel aus dem Munde der aktuellen Präsidentin dieser Vereinigung mit bewegenden Worten bestätigt worden. Ferdl Schröder war zutiefst davon überzeugt, dass die kleine deutschsprachige Gemeinschaft einen großen Bedarf an Zusammenarbeit und Vernetzung hat. Und er wusste genau, wie sehr erfolgreiche Zukunftsgestaltung auf gut funktionierende und vertrauensvolle Partnerschaften angewiesen ist. Der Blick über den ostbelgischen Tellerrand war für Ferdl Schröder sehr wichtig. Und er wurde nicht unwesentlich von einem Erlebnis aus dem Jahre 1970 geprägt. Aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der Vereinten Nationen und auf Einladung des damaligen UNO-Generalsekretärs U Thant nahmen 750 Jugendliche unter 25 Jahren vom 9. bis 18. Juli in New York an einem Weltkongress der Jugend teil. Unter den 5 belgischen Teilnehmern befand sich neben 2 Flamen und 2 Wallonen ein deutschsprachiger aus St. Vith. Ferdinand Schröder, laut Belga-Kommuniqué als Vertreter der nicht organisierten Jugend mit PFF-Tendenz, wie man im Grenzecho vom 9. Juli 1970 nachlesen kann. Dieser New York-Aufenthalt hat Ferdl Schröder nachhaltig geprägt. Er hat ihn immer wieder als persönliches Schlüsselerlebnis erwähnt, wenn es darum ging, die Öffnung der deutschsprachigen Gemeinschaft nach außen zu befürworten und vor einer Abkapselung zu warnen. Bei der Wahrnehmung der Außenbeziehungen unserer Gemeinschaft hat sich Ferdl Schröder immer aus Überzeugung engagiert eingebracht. Das galt für den Empfang ausländischer Botschafter und Delegationen in der deutschsprachigen Gemeinschaft, ebenso wie für die Teilnahme an Veranstaltungen in Brüssel oder im Ausland.
Insbesondere der kürzlichen Studienreise einer gemeinsamen Parlaments- und Regierungsdelegation in die Alpenregion nach Tirol, Liechtenstein und Südtirol hatte er große Bedeutung beigemessen. Er hatte sich intensiv an ihrer Vorbereitung beteiligt, musste dann aber seine Teilnahme krankheitsbedingt absagen, was er und übrigens auch die dortigen Gastgeber sehr bedauert haben. Die Aufwertung der Parlamentsarbeit lag Ferdl Schröder ebenfalls sehr am Herzen. In seiner Rede zum Festtag der DG am 14. November 2011 hat er dazu aufgefordert, über die zukünftige Struktur des Parlaments in der Gemeinschaft mit erweiterten Kompetenzen nachzudenken. Und er hat darauf hingewiesen, dass das Parlament mit seiner derzeitigen Arbeitsweise an die äußersten Grenze des Machbaren gestoßen ist. Ferdl Schröder hat die dringend notwendige Aufwertung des Parlaments übrigens nie als eine Abwertung der Regierung verstanden. Es ging ihm um ausgewogenere Handlungsmöglichkeiten für das Parlament und eine optimale Zusammenarbeit unter strikter Berücksichtigung der verfassungsmäßigen Aufgabenverteilung zwischen Parlament und Regierung. Sicherlich hätte Ferdl Schröder uns zu dieser Thematik in Kürze konkrete Vorschläge unterbreitet. Werte Trauerversammlung, Ferdl Schröder hatte noch vieles vor, privat ebenso wie beruflich. Nach menschlichem Ermessen hat er uns viel zu früh verlassen. Sein Tod reißt eine tiefe Lücke. Ihnen, liebe Familienangehörigen, möchte ich an dieser Stelle im Namen der Regierung nochmals unser Beileid aussprechen. Möge die Erinnerung an einen großartigen Menschen dabei helfen, den Schmerz der Trennung zu ertragen. Denn, so stand es ausdrucksvoll in der Todesanzeige, in der Dunkelheit der Trauer leuchten die Sterne der Erinnerung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, hiermit schließe ich die Sitzung und danke Ihnen allen für Ihre Anwesenheit.